finde es extrem schwierig, da jenseits von großen Emotionen auch mich zu informieren. Dass es nicht nur für uns Ärzte ist, sondern auch für alle, die das Thema ernsthaft interessiert, finde ich im Prinzip sehr, sehr gut. Ich bin Mutter von zwei Kindern. Ich habe hier die Möglichkeit, einfach verschiedene Meinungsbilder zu hören, verschiedene Perspektiven beleuchtet zu haben. Finde ich sehr wichtig in der Debatte. Ich denke, wir brauchen eine breite Diskussion zum Impfen. Wir müssen tatsächlich sehen, dass möglichst viele Fakten in dieser Diskussion zum Tragen kommen auch und dass die Fakten allgemein verfügbar sind. Ja, ich habe mich mehrfach positioniert und tue das auch hier wieder. Ich bin kein Befürworter einer Impfpflicht aus einer ganzen Reihe von Gründen. Ja, bei der Impfpflicht geht es eben genau um diejenigen, die Entscheidung nicht selber treffen können. Der Beschluss vom Bundesparteitag der FDP, den die jungen Liberalen ja sehr initiativ vorangetrieben haben, betrifft ja nur Kinder bis zum 14. Lebensjahr. Nach derzeitiger Gesetzeslage besteht in Deutschland keine Impfpflicht und die Gesetzeslage bietet auch nicht die Möglichkeit, eine solche Impfpflicht in Bezug auf heute existierende Erkrankungen einzuführen. Und so ist das individuelle Impfberaten für mich eine Selbstverständlichkeit. Bei Kindern, bei Neugeborenen, bei Säuglingen, einfach deswegen, weil auch diese Kinder in unterschiedliche Lebenssituationen hereingeboren werden. Rechtlich ist es ja so, dass ich gehalten bin, die STIKO-Empfehlungen zu referieren. Und rechtlich ist es in einer demokratischen Zivilgesellschaft glücklicherweise auch so, dass ich als Familienvater und langjährig praktizierender Allgemeinmediziner, der in der wissenschaftlichen Fachgesellschaft aktiv ist, auch eine eigene Meinung haben darf. Und die stelle ich den Patienten selbstverständlich auch zur Verfügung. Ich finde es sehr wichtig, dass die Ärzte die Eltern ermuntern, eigene Entscheidungen zu treffen. Ich denke, es ist die Aufgabe der Kinderärzte, einfach die Eltern zu begleiten, egal wie die Impfentscheidung aussieht. Wie viel schlechte Studiendaten nehmen wir als Grundlage für Entscheidungen für oder gegen Impfungen? Das ist ja an sich eine Situation, die wir ändern möchten, aber die wir nicht ändern können von einem auf den nächsten Tag. Der Punkt in der Kommunikation mit den Patienten ist, wir müssen sagen, was wir alles nicht sicher wissen. Wir fordern, was angeblich schon vollständig vorhanden ist, nämlich Forschung, die wirklich belastbare Daten liefert. Erstklassige Referenten, sehr tolle Informationen auf sehr hohem Niveau, fand ich sehr toll. Das war, glaube ich, auch der Konsens hier, dass es eben keine aufoktroyierte Impfpflicht geben muss oder soll. Und das ist das, was ich hier ganz toll finde, dass wirklich jeder gehört wird und dass man versucht, ins Gespräch zu kommen und Lösungen zu finden, weil eigentlich ist halt das Ziel, dass es uns allen besser geht. Im Bereich der Auseinandersetzung um Impfungen erleben wir es immer wieder. Machtansprüche von Wissen, angemaßtes Wissen. Das können wir nur ändern, wenn wir in unserer Gesellschaft, nicht zuletzt innerhalb von Zusammenkünften wie diesen, für die Freiheit und die Würde des Menschen innerhalb einer offenen Gesellschaft eintreten.